Hi, euer Pete von Grill & Chill Barbecue & Lifestyle. Heute wird gedatscht. Zicklein, junge Ziege im Datschofen, Kartoffelchen, ein bisschen Weißwein, ein bisschen Kräuter und es wird ultimativ lecker. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr heute. Viel Spaß! Starten wir hier gleich durch mit den Zutaten. Wir brauchen Weißwein, Salz und Pfeffer, zwei große Zwiebeln, eine ganze Knoblauchzehe frisch habe ich hier genommen, drei Esslöffel Tomatenmark, sechs Salbeiblätter, eine Dose Tomaten geschält, Rosmarin, Petersilie, 500 ml Wasser, Basilikum und Fleisch von einer kleinen Ziege. Das sind ca. 2 kg, war nicht die ganze. Dann schneiden wir uns die Zwiebeln, schälen die und schneiden sie relativ fein auf. Das muss nicht akkurat sein. Einfach so, dass sie nachher gut in der Masse dünstet und die schön weich werden und Geschmack in das Ganze reinbringen. Dann den frischen Knoblauch schälen und auch in relativ feine Scheibchen aufschneiden und nochmal von der Seite klein häckseln. Dann habe ich hier schon mal den Grill vorgeheizt. Ich habe hier das Kreuz drin, Wokkreuz sagt man dazu auch. Passt hier natürlich perfekt mein Dutch-Ofen rein. So kann man das perfekt anbraten hier. Ich habe es auf der niedrigsten Stufe zu Beginn. Erhitze das Öl und dann warten wir ein paar Sekunden, bis das ein bisschen Temperatur hat. Und dann geht es schon gleich los. Und wir legen das gute Fleisch rein und werden es so gut wie möglich scharf anbraten. Umso mehr Fleisch, das ihr da reinmacht, umso mehr Kälte zieht das Ganze und wird nicht so heiß. Also entweder ihr macht das mit ein paar Stückchen zuerst und nachher die andere Hälfte zum Beispiel. Oder direkt so rein wie ich und wartet ein bisschen länger. Zwischendurch das Ganze mal umrühren, schön vermengen. So ein bisschen Farbe hat, schon mal gut salzen. Es kommen noch Kartoffeln dazu, das heißt genug Salz rein, die Kartoffeln ziehen da noch richtig Salz raus. Sobald das ein bisschen Farbe hat, sieht das gut aus, dann löschen wir das Ganze mit Weißwein ab. Ich habe hier ca. 7 Deziliter Weißwein verwendet, da haben wir schon eine Grundflüssigkeit drin und es kann nicht anbrennen von unten. Das Ganze gut durchmengen, dann die Zwiebeln dazu, habe ich dieses Mal nicht angebraten, die lege ich einfach so rein, verkochen sowieso und geben da einfach richtig guten Geschmack rein. Und das Ganze wieder gut durchmengen, so dass wir da eine gute Geschmacksexplosion in den Topf reinbringen. Dann die 3 Esslöffel Tomatenmark dazugeben. Das gibt nochmal ein bisschen zusätzlichen Geschmack. Ist eine Art Geschmacksverstärker, natürlicher Art. Und ich bin da richtig Fan von dem. Dann die liebe Mutti, ihr kennt sie vielleicht. Die sind richtig gut und reif aus der Dose. Das gibt richtig guten Geschmack rein und ihr habt auf jeden Fall Tomatengeschmack drin. Nochmal zusätzlich salzen. Bei diesem Topfgericht dürft ihr richtig gut salzen. Da mag es euch viel verzeihen. Dann habe ich hier 6 Salbeiblätter aus dem Garten gezupft. Legen wir rein. Dann habe ich hier Basilikum. 4 Stängelchen. Schön rein mit dem Stängel. Könnt ihr zum Schluss wieder rausnehmen
oder lasst sie einfach drin und die verkochen total. Da findet ihr fast nichts mehr drin, aber der Geschmack bleibt drin. Dann das Ganze wieder gut durchmengen. Gesalzt haben wir schon, jetzt kommt noch Pfeffer. Ich habe hier den Kirschpfeffer, der ist nicht so fein, hat einen guten Kirschgeschmack und uns schmeckt er richtig lecker. Probiert den mal aus, wenn er auf Kirsche steht, ist ein Hauch von Kirsche drin. Schmeckt richtig lecker und hat auch eine gute Schärfe. Auch hier wieder nicht zu wenig rein und alles gut durchmengen. Und natürlich Rosmarin darf nicht fehlen, 4 Stängelchen, sind ein bisschen kleine Stängelchen, aber der Geschmack zählt hier. Hier die Kartoffeln, das sind Pintje-Kartoffeln aus Holland, sensationelle Kartoffeln, meine Lieblingskartoffeln, gibt es leider nicht mehr so viel. Aber wenn ihr die findet, testet die unbedingt mal, für mich geschmacklich etwas vom Besten, was ich bis jetzt hatte. Dann nehme ich den Topf raus, wir hatten jetzt Vollgas-Unterhitze, jetzt gehen wir da ein bisschen nach oben, dass die Unterhitze nicht so extrem rankommt und stellen den oben rein mit dem Deckel drauf und dann funktioniert das mit der Restkohle perfekt, auf 200 Grad hochheizen und dann sollte das passen. Das Ganze gut durchmengen, dass alles ein bisschen verteilt wird, die Kartoffeln in die Flüssigkeit kommen. Apropos Flüssigkeit, nicht vergessen hier noch ein bisschen Wasser reinzugeben. Ich habe hier ca. 500 ml dazugegeben, sodass alles ein wenig bedeckt ist. So sollte das passen. Und wir hatten zum Schluss genügend Soße drin und es war unglaublich lecker. Dann Deckel drauf. Auf 200 Grad den Grill einregeln, Deckel zu vom Grill, ihr könnt natürlich auch Kohle unten und oben reinmachen, drauf machen, 9 unten und 15 oben drauf, dann sollte das perfekt funktionieren. Dann nehmen wir uns noch Petersilie, eine gute Handvoll und hacken die mit dem Stiel fein auf. Das geben wir zum Schluss dazu, ein bisschen Farbe und nochmal Geschmack. Nach einer Stunde schauen wir mal rein. Das hat schön Farbe gezogen, sieht fantastisch aus. Schön eingekocht. Kartoffelchen mal testen. Oh, die zerfallen. Perfekt. Ich liebe das. Butterweich. Jetzt lasse ich das noch ein bisschen offen ziehen, dass der Saft noch ein bisschen eindickt und eine gute Bindung hat. Dann sind wir bald soweit. Ich freue mich. Gute 5 Minuten später schauen wir rein. Bisschen Salz und Pfeffer nochmal abgeschmeckt. Petersilie noch dazu. Dann würde ich sagen, wir testen den guten Topf an. So Freunde, wir haben es geschafft. Ein bisschen über eine Stunde köcheln lassen. Jetzt wird getestet. Kartoffelchen. Pintje-Kartoffeln. Merkt euch Pintje-Kartoffeln. Sensationell, ich liebe die. Die haben richtig Geschmack. Schauen wir mal das Fleisch. Ja, perfekt, das zerfällt. Könnt ihr mit einem Löffel eigentlich zerdrücken. Gute. Liebe. Liebe muss in den Dutch Oven rein. Gar nicht allzu viele Zutaten und es wird mega. Süßchen. Schaut einfach gut abschmecken. Nochmal ein bisschen Salz, Pfeffer je nach Bedarf. Ansonsten die Zutaten rein und ihr werdet begeistert sein. Sensationell. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über den Daumen hoch freuen. Däumchen werden Träumchen. Und aber nicht vergessen, Shop reinschauen.
zwei neue Folgen für euch und ballert die Kommentare voll. Habt ihr schon mal sowas gemacht, getestet oder habt ihr es vor? Würde mich interessieren. Und bis zum nächsten Mal bei Grill Chill Barbecue and Lifestyle. See ya!